Moin Leute, ich hatte mir diese IO Hawk Skates für nur 20 Euro auf eBay Kleinanzeigen gekauft. Der eine war defekt. Im letzten Video hatten wir dann geschaut, woran es lag. Es lag an einer Batteriezelle, die war defekt, beziehungsweise mehrere davon. In diesem Video möchte ich einmal alle Zellen tauschen, da die Zelle, die ich dort probeweise eingesetzt habe, nicht ganz in Ordnung war und zusätzlich noch weitere Zellen in dem anderen Schuh auch defekt waren. Abschließend seht ihr mich dann auf den Skates auch mal fahren. Um an die Zellen wieder ranzukommen, muss man natürlich das Ganze wieder auseinandernehmen. Dazu jetzt das Akku-Pack einmal ausgebaut, die einzelnen Zellen freigelegt und einmal abgeknipst. Die alten lilanen Zellen hatten eine Kapazität von lediglich 2100 mAh bei einem maximalen Entladestrom von 30 Ampere. Durch ein sehr gutes Angebot auf Encom NL hatte ich mich dann für die Sony Conion entschieden. Die haben eine Kapazität von 2600 mAh beim selben Entladestrom von 30 Ampere. Wenn ihr auch irgendwelche Zellen braucht, dann würde ich euch auch Encom NL empfehlen. Die haben immer gute Angebote. Beim Einbau sollte man darauf achten, dass alle Zellen ungefähr dieselbe Spannung haben. Das ist sehr wichtig, wenn man kein aktives BMS hat. Denn wenn zum Beispiel eine Zelle mit 3,6 Volt zu den anderen Zellen, die 4 Volt haben, verbaut wird, wird diese Zelle nie richtig voll werden. Die Zellen mit 4 Volt sind dann nämlich bereits als erstes voll und werden dann weiter überladen, da immer noch eine konstante Ladespannung angelegt wird. Beim Belasten des Akkupacks ist es natürlich dann auch so, dass die Zellen mit einer höheren Spannung mehr Strom liefern als die mit einer niedrigen Spannung. Durch diese zwei Probleme wird euer neuer Akkupack auch nicht lange halten. Deshalb vor dem Einbau die Batteriezellen erstmal auf dieselbe Spannung bringen. Ob man die Zellen dann durch das Punktschweißverfahren oder durch das Lötverfahren zusammenbringt, spielt eigentlich eine relativ kleine Rolle, wobei das mit dem Punktschweißen doch etwas besser ist. Da wird etwas weniger Hitze in die Batteriezellen eingebracht als durch das Lötverfahren. Wobei das Lötverfahren auch nicht schlechter sein muss, wenn man wirklich nur kurzzeitig löten muss. Das heißt, man braucht einen relativ starken Lötkolben, sodass man dann ganz kurz drauf hält und das Ganze dann verlötet. Nachdem ich alle Zellen miteinander verbunden habe, wollte ich noch einmal die Ausgangsspannung messen. Die betrug 19,8 Volt, da hatte ich erstmal einen kleinen Schock bekommen, denn dann, das würde ja heißen, dass dort mindestens eine Zelle fehlt. Dann hatte ich mich kurzerhand dazu entschlossen, das Ganze einmal nochmal anzuschließen und mit dem Ladegerät anzuschließen. Vielleicht wurden da einige Zellen nicht erkannt. Und tatsächlich, nach dem kurzen Ladevorgang hatte ich dann die 24,8 Volt. Jetzt das Ganze natürlich wieder alles zusammenbauen. Was an etwas friemelig ist, weil man da wirklich wenig Platz hat und man schon darauf achten muss, dass man alles genauso wieder einbaut, wie es auch vorher war. Parallel dazu habe ich euch oben noch ein Video eingeblendet, wo ich das Ganze natürlich auch im zweiten Schuh mache, denn da hatte ich auch alle Akkus noch einmal gewechselt. Da hatte ich lediglich ein Drittel der Zeit benötigt, wie bei dem ersten. Die Dinger machen absolut Laune zu fahren. Es ist ein ganz anderes Gefühl wie auf so einem Hoverboard. Man hat das Gefühl, dass man so viel Freiheit hat. Aber seht selbst.